Hey Kältefans, willkommen zurück zu einem neuen Thema und heute lüften wir das Geheimnis der Unterkühlung. Wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, ist das der letzte Wert, der uns für unseren Kreislauf einmal fehlt und somit verpasst kein Video, lasst ein Like da und ein Abo bzw. die Glocke drücken. Würde ich mich auch freuen, damit unterstützt ihr unser gesamtes Projekt. Und ich würde sagen, starten wir durch Unterkühlung 2.0. Die Unterkühlung ist nichts anderes als wie das Pendant. Ich wollte schon wieder Pendant sagen. Ich habe im vorigen Video schon Pendant gesagt, also sage ich jetzt auch nochmal Pendant. Zur Überhitzung. Oh nein, wie originell, er hat sich wieder was Neues einfallen lassen. Ja, ich habe zwei getrennte Videos daraus gemacht, aber ich möchte auch mal ganz kurz noch einmal zusammenfassend, wenn ich schon diese Aussage treffe, Überhitzung ist ja im Prinzip nur ein differenzgemessener Wert, der uns sagt, dass wir komplett gasförmig sind. Also wenn wir jetzt alle ein bisschen unser Hirn einschalten, auch bei diesen Temperaturen, dann können wir uns könnten wir uns schon ein bisschen darüber nachdenken, Unterkühlung ist vielleicht der Wert, dass wir 100% flüssig sind. Ja, die Unterkühlung sagt mir nichts anderes aus, als wir sind 100% flüssig. Habe ich gesagt Ihnen etwas? Nein, die Unterkühlung ist nämlich absolut wichtig. Wie ich in meinen anderen Videos gesagt habe, die Überhitzung gibt mir so ein bisschen meinen Leistungsindikator von meiner Anlage, ist ebenfalls die Unterkühlung, ich sage jetzt mal, ein sehr wichtiger Wert, damit ich überhaupt Leistung kreieren kann. Und warum ist das so? Tja, wer sich ein bisschen mit dem Log-pH-Diagramm befasst hat, weiß, dass im oberen Bereich, wenn wir das so rausfahren aus diesem Nassdampfbereich, diese Unterkühlungsstrecke ist. Und dann fahren wir strichgerade hinunter. Und wenn wir strichgerade hinunterfahren, kommen wir, also in diesem Strich hinunter, kommen wir zu unserer Expansion und unten zu unserer Verdampfungstemperatur. Und jetzt nur ganz einfach, ich will auf das Log-pH-Diagramm nicht direkt eingehen. Ich will auch nicht jetzt hier wissenschaftliche Studien rausbringen. Ich will es euch einfach nur logisch erklären. Würde ich rein theoretisch diesen Unterkühlungswert, der da vorne aus dieser Ecke rausgeht, rausziehen, weiter in den flüssigen Bereich rausziehen und dann den Strich senkrecht runter machen, dann ist ja unten meine Strecke viel größer. Und im Umkehrschluss einfach zu sehen, größere Unterkühlung, mehr Enthalpie von meinem Kältemittel, das bedeutet, ich kann mehr Wärmeenergie aufnehmen. Somit ist dieser Wert absolut wichtig und wird sehr häufig ignoriert. Nichtsdestotrotz, Unterkühlung sagt uns jetzt einmal, um zurück zu den Basics zu gehen, aus, wir sind hundertprozentig flüssig. Wenn wir eine Störung haben, wie zum Beispiel einen verstopften oder verschmutzten Verflüssiger, dann haben wir keine Unterkühlung. Das heißt, wir haben eine sogenannte Flashgasbildung. Bedeutet im Klartext, wenn wir in unser Schorgas reingucken, dann blubbert das. Das blubbert vielleicht nicht, weil wir zu wenig Kältemittel haben, es blubbert einfach, weil es nicht hundertprozentig flüssig geworden ist. Weil wir keine Unterkühlung haben. Und deswegen brauchen wir zur Störungsdiagnostik genau diesen Wert. Oh, ich soll also wieder spontan eine Frage stellen. Na gut, was bleibt mir übrig? Chris, wie messe ich die Unterkühlung? Was für Spontanität in diesem Hause heute ist. Ja, also wir haben ja schon beim Video davor die Verflüssigung gemessen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel herumtun, also nicht irgendwie näher zum Verflüssiger gehen, so wie bei der Verdampfungstemperatur. Sondern wir nehmen einfach diesen Wert her. Wir waren ja bei Video Nummer davor, bei 45 Grad Celsius. Jetzt nehme ich wiederum die Oberflächentemperatur her. Und welche Oberflächentemperatur nehme ich her? Nein, wir nehmen nicht die Oberflächentemperatur nach dem Verflüssiger her, sondern wir nehmen die Oberflächentemperatur vor Eintritt unseres Drosselorgans. Warum ist das so wichtig für uns, dass wir vor dem Drosselorgan messen? Weil die gesamte Rohrleitung, jegliches Bauteil, was noch in diesem Kreis eingebaut ist, sei es ein Filtertrockner, sei es ein Sammler, sei es irgendwelche Magnetventile, all diese Bauteile oder Rohrleitungslängen dienen dazu, die Unterkühlung größer zu bekommen, weil wir ja weiterhin Wärmeenergie trotzdem an die Umgebung abgeben, im Idealfall. Somit nehmen wir auch natürlich nur den Wert her, der für uns am ausschlaggebendsten ist. Und das ist vor dem Expansionsventil oder Drosselorgan, Kapillarrohr, was ihr auch immer für eine Drosselung habt. Ja,
Ja, nehmen wir her. Wir wollen ja auch nur garantieren, dass wir 100% flüssig machen. In erster Instanz wollen wir ja auch nur garantieren, dass wir flüssig in unser, oder 100% flüssig in unser Expansionsventil reinkommen. Und diese Differenz ist jetzt unsere Unterkühlung. Und auch hier natürlich unsere klassische Faustformel, die wir haben aus dem Schulbuch. Wir sollten eine Mindestunterkühlung von 3 Kelvin haben. Umso größer, umso mehr Leistung. Aber ich wäre jetzt nicht ich, wenn ich euch nicht diesen Wert auch wieder mal um die Ohren klopfen würde. 3 Kelvin ist schön und gut. Messtoleranzen müssen wir natürlich auch schon, je nachdem welches Messgerät ihr verwendet. Aber zum Beispiel jetzt 20 Kelvin, weil viele Leute kommen, naja, dann baue ich noch einen Unterkühler da ein und dann baue ich noch, weiß ich nicht, Trockeneis dort ein und hier und das und jenes und mache eine riesen Unterkühlung und habe dafür mega geile Kälteleistung. In der Theorie vielleicht mehr oder weniger, habe Angst, keine Ahnung. Ja. Aber ihr müsst natürlich eins bedenken, wenn ich mit großen Unterkühlungen fahren möchte, dann muss das natürlich auch kalkuliert sein. Weil sonst könnte natürlich eines passieren, nämlich ein sogenannter Druckabfall. Und wenn natürlich ein Druckabfall passiert, dann kann natürlich sein, dass ihr andere Probleme im Kältesystem bekommt. Wie ihr seht, wir haben jetzt mittlerweile Messwert Nummer 4 und man merkt irgendwie, jeder Messwert, egal was ich tue, was ich mache, irgendetwas wird immer irgendwo auch mit verändert. Ja Leute, das ist Kältetechnik. Ihr könnt nicht einfach irgendwo schrauben oder irgendwo etwas verändern, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen irgendwo anders hat. Das heißt, man sollte sich gut darüber nachdenken, ob ich an der Unterkühlung irgendwas verändere oder nicht. Im Klartext für euch ist es jetzt einmal eine Störungsdiagnostik. Das bedeutet, habe ich keine Unterkühlung, stimmt irgendetwas nicht. Habe ich eine zu große Unterkühlung, könnte es gewollt sein, weil der Plan es sich wieder mal gehen hat lassen. Oder ihr habt ein Problem. Nehmen wir als Beispiel her Winterdruckregelung. Ihr habt sicherlich schon mal was davon gehört, wenn ein Verflüssiger im Freien draußen steht und die Anlage muss im Winter laufen, dass natürlich unser Verflüssiger viel, viel zu stark ist. Das heißt, er tut seine Phasen sehr schnell abschließen. Das heißt, die Enthitzungsphase ist gleich erledigt. Dann verflüssigt er und dann haben wir eine elendslange Unterkühlungsstrecke. Was natürlich wirkt, wir haben coole Leistung. Aber kann natürlich passieren, dass wir mit dem Druck so abfallen. Und es gibt Kältemittel, die fahren halt mit schon geringen Drücken. Ne? Und wenn die noch geringer werden, ne? Dann war es auf unserem Verdichter zum Beispiel keine Sauggaskühlung mehr, kein Kältemittel, der Öltransport und. Oder vielleicht noch im Worst Case Niedruckstörungen. Das heißt, man sollte wirklich genau darüber nachdenken. Wie, was, wann, wo. Und da komme ich jetzt zu einem Thema. Beim nächsten Video werden wir alle unsere Werte zusammenführen und damit versuchen, Störungen im Vorfeld nur anhand unserer Messwerte zu erkennen und einfach ein gemeinsames Zusammen dieser 4 Messwerte herbringen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke, lasst ein Abo da, liked das Video oder schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, welche Messwerte messt ihr noch so? Und wir können uns natürlich auf Twitch weiterhin über diese Thematik unterhalten und wann ich wie, was, wann, wo live bin oder wo ich gerade in der Welt bin. Das seht ihr auf Instagram, auf TikTok. Ich wünsche euch noch einen warmen, wunderschönen und hoffentlich unterkühlten Tag. Ciao, ciao.